Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute gibt es einige Eindrücke vom Bergbahnentag am Muttersberg. Tausende Besucher bestaunten am Garnmarkt in Götzis den Coca-Cola-Truck. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. Über 3000 Besucher pilgerten am Donnerstagabend nach Götzis. Der Grund war der Besuch vom Coca-Cola Weihnachtstruck. Auch wir waren mit dabei. Der imposante und weltweit bekannte Coca-Cola Weihnachtstruck besucht auch dieses Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit alle Bundesländer. Und am 26. November machte er dabei Station am Garmarkt in Götzis. Mit dabei waren der Coca-Cola Weihnachtsmann und eine farbenfrohe Parade, die den Garmarkt verzauberte und bei Groß und Klein für Staunen und vorweihnachtliche Stimmung in Vorarlberg sorgte. Unzählige Besucher waren aus ganz Vorarlberg und aus dem Ausland angereist, um diesem einzigartigen Ereignis in Götzis beizuwohnen. Wir kommen erstmal aus Berlin und wir haben das noch nie gesehen, auch nicht in Berlin. Und leben jetzt schon 8 Jahre hier und jetzt haben wir das mal mitbekommen über Facebook, dass das heute stattfindet und das wollten wir uns einfach nicht entgehen lassen, alleine schon wegen die Kinder. Der Garmarkt verwandelte sich dabei in das bunte Weihnachtszauberland vom Coca-Cola Weihnachtsmann. Das ist natürlich ganz, ganz toll vom Garmarkt, dass die Coca-Cola-Tour, wo nur eine Station in Vorarlberg hat, dass sie die bei uns am Garmarkt hat. Wir sind natürlich total begeistert, sind stolz drauf und eine Riesenfreude, dass so viele Leute sind und wir hoffen, dass das alle Jahre stattfinden kann. Mehr Bilder dazu dann nächste Woche im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Meldungen des Tages. Tödlicher Unfall auf S16. Im Gastell-Tobeltunnel auf der S16 Arlberg-Schnellstraße bei Innerbraz hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 8.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen frontal gegen das Tunnelportal. Für den im Fahrzeug eingeklemmten Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde per Bergeschere aus dem Pkw befreit. Andere Verkehrsteilnehmer hätten beobachtet, wie das Auto des Mannes ins Schleudern geriet, auf die Gegenfahrbahn gelangte und frontal gegen das Tunnelportal krachte. Die S16 war im Bereich der Unfallstelle bis 10 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde über die L97 umgeleitet. Und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vorarlberg fehlt es an Kinderbetreuung. Bei einem Vernetzungstreffen von Politik und Wirtschaft wurde am Freitag die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Vorarlberg besprochen. Familienministerin Sophie Kaumersin sieht hier nicht zuletzt Verbesserungsbedarf bei der Kleinkindbetreuung. Österreich soll das familienfreundlichste Land Europas werden. Eines der Bundesländer, das vor allem bei der Kleinkinderbetreuung und Öffnungszeiten noch Nachholbedarf hat, ist Vorarlberg. Die Bergbahnen Montafon-Brandnertal präsentierten sich am Donnerstagabend im vollbesetzten Alpengasthof Muttersberg. Auch wir waren mit dabei. Am Donnerstagabend trafen sich alle Bergbahnen der Montafon-Brandnertal-Kart am Muttersberg, um den Tourismusbetrieben den neuen Zusammenschluss vorzustellen. In der tief verschneiten Winterlandschaft war die Vorfreude auf den Winter sichtlich spürbar. Zu Beginn präsentierten die Marketingchefs der einzelnen Bergbahnen ihr Skigebiet. Durch den Zusammenschluss vom Montafon und dem Brandnertal haben alle Saisonkartenbesitzer und auch alle Urlauber mit mehr Tagespässen nun die Möglichkeit, mit einer Karte alle Skigebiete im Süden Vorarlbergs zu nutzen.
Ja, wir haben uns die Gästebedürfnisse angelagert, was der Gast eigentlich von einer modernen, zukunftsträchtigen Bergdestination will. Da geht es um Angebotsvielfalt, allgemein über das Jahr, im Winter speziell über die Skigebietsgröße und so weiter. Und dort haben wir gesagt, dass wir da mit Montafon einfach auch schon geografisch einen guten Partner hätten, aber auch von der Angebotsvielfalt gut zusammenpassen täten. Und dann hat es dann im Frühjahr, beziehungsweise im Frühjahrsommer, dann die Verhandlungen gegeben, die Absprachen, wer für was steht und in was für Richtung das geht. Im Sommer haben wir uns dann geeinigt. Die Skifahrer erwartet in der neuen Saison einige Neuerungen. Der Chrisberg hat zum Beispiel seine Schneeanlage verdoppelt und glänzt mit einem neuen Übungsgelände für Kinder. Alle Skigebiete haben unterschiedliche Fokussierungen und ergänzen sich somit hervorragend. Vom sportlichen Skigebiet der Silvretta Montafon bis hin zum familienfreundlichen Skigebiet Brandnertal oder dem Geheimtipp Gagellen hat jedes Skigebiet eine Stärke, die man auch in Zukunft weiter ausbauen will. Ja, zusätzliches Angebot, zusätzliches Skigebiet. Wir haben einfach mehr Auswahlmöglichkeit. Brandnertal ist ein tolles Gebiet, vor allem auch im Sommer. Also im Sommer sind wir da jetzt wirklich sehr, sehr stark. Wir haben ja schon in den letzten Jahren ein bisschen zusammen testen können. Wir freuen uns drauf. Als einziges Nicht-Skigebiet ist der Muttersberg Teil dieser Kooperation. Aus der Historie heraus, weil Silvretta Montafon der Besitzer von Muttersberg war, wir das übernommen haben und wir in den Vertrag einsteigen konnten und den jetzt wieder neu abgeschlossen haben auf weitere Jahre und wir natürlich dankbar sind, als kleiner Betrieb bei dieser großen, guten Verbund dabei zu sein, natürlich auch im Winter, nicht nur im Sommer. Das ist für uns sehr wichtig. Ja. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Das Hochwasserschutzprojekt Resi trifft bei Vorarlberger Landwirten mit Anbauflächen im Rheinumland auf Ablehnung. Die Bauern wehren sich dagegen, insgesamt 33 Hektar landwirtschaftliche Gründe für Resi zu opfern und beklagen, im Projektbeirat nicht ernst genommen zu werden. Im Streit um die Nicht-Kombinierbarkeit von Verbundfahrkarten kündigt sich ein Durchbruch an. Es liegt von den ÖBB erstmals ein Vorschlag auf dem Tisch, der das Problem lösen könnte, meint Christian Hilbrand, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Vorarlberg. Und besorgt wegen der zunehmenden Altersarmut in Vorarlberg hat die Hilfsorganisation Stunde des Herzens beschlossen, sich nicht mehr nur um Kinder in Not, sondern auch um bedürftige Pensionisten zu kümmern. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Der Tag. Abschließend noch etwas in eigener Sache. Wir berichten morgen Abend, also am Samstagabend ab 20.20 Uhr live vom Lehrlingsball Lehre am Ball im Festspielhaus in Bregenz. Somit verabschiede ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss! Die heutige Nacht verläuft großteils gering bewölkt bis wolkenlos. Erst in den Morgenstunden ziehen hohe, dichte Wolken auf. Die Temperaturen liegen zwischen minus 5 und 2 Grad. Der Wind weht mit 12 km/h aus Südosten. Morgen Samstag wird es von Westen her rasch trüb. Noch vormittags beginnt es zu schneien. Im Rheintal dürfte teilweise Regen dabei sein. Die Temperaturen reichen von 0 bis 6 Grad. Am Sonntag ziehen dichte Wolken herein und bringen Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt bei knapp 1000 Meter. Die Temperaturen liegen teils unter 0 Grad. Der Montag verläuft nach Restwolken und letzten Schauern zunehmend freundlich und milder, stellenweise frisch Westwind auf. Und am Dienstag ist es stark bewölkt bei Temperaturen von 5 bis 9 Grad.